Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Portia. Heute haben wir Wintersonnenwende. Ein wichtiger Tag, aber wir müssen trotzdem für Arbeit sorgen. Logisch. Nehmen wir McDonald, Merlin. Das finden wir vielleicht auch heute raus, was die Pauli will. Nicht die Pauli, die, wie heißt sie denn? Dolly. Wintersonnenwende. Oh, gestern hatte Karl Geburtstag. Ups. Vergessen. Oh, wir sind zu früh. Wir sind zu früh. Mädchen noch jetzt. 2 Stunden bis Wintersonnenwende, okay. Für ihn 2 Ledergürtel. Machen wir mal. Waren jetzt alles welche, von denen wir noch nicht BFF waren, also von dem her fast egal, wen wir da nehmen. Zwei Stunden bis Wintersonnenwende. Das kann ich, um was ging es denn da nochmal? Das ist jetzt schon einige Male. 5 Mal dann jetzt durchgemacht. Ne, 4 Mal, das ist jetzt das 5. Mal dann. So, Ledergürtel. 2 Stück. Haben wir alles soweit da. Warum braucht das was? Ey. Stunde 36. Warum ist das nicht sofort da? Nun denn, dann gehen wir halt zur Wintersonnenwende. Und schließen den Handelsauftrag danach ab. Ach, Feuertopf ist heute. Dann brauche ich ja Materialien. Dinge, die wir da reinwerfen können. Jetzt aber schnell. So. Mais. Irgendwas noch vergessen. Milch. Ich glaube, das war alles an Nahrungsmitteln. Sieht gut aus. Können wir verkaufen. Machen wir das Zeugs nachher noch schnell in die Inventarleiste unten rein, dass ich da schnell reagieren kann. Feuertopf! Yeah! Das ist immer ganz nett, finde ich. Das macht Spaß. So, das packen wir mal unten rein. So. Fünf habe ich gesehen, die will schon jemand. Ach so, nee, das ist die Schärfe. Hupsala. Muss jetzt darauf achten, wer hier was will. Und dann entsprechend reagieren. Pilz. Pilz hatte ich doch, oder?
Sehr gut. Oh, was will sie denn da? Das weiß ich nicht. Salz. Salz. Fleisch. Steak, das haben wir natürlich auch. Drei. Salz. So ein Kohlkopf-Ding da. Das haben wir doch auch irgendwo. Genau. Sieben. Ich muss einfach nur gucken, was die Leute da wollen, was sie sich wünschen und das dann halt da reinwerfen. Sofern man es dabei hat. Das ist immer die große Voraussetzung. Oh, so einer. Der da. Die komischen Strunke da, die haben wir doch hier auch, genau. Habe ich die eins reingeworfen? Bambus-Papaya, will da irgendjemand? Haben wir auch. Das ist der große, ne? Den brauchen wir nicht, den da brauchen wir. Fisch. Fisch habe ich nicht. Ei. Ei haben wir. Ei haben wir sogar ganz viele. So, noch irgendjemand? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Oh, da will ein Fisch, so ein Katzenjaus, den haben wir aber nicht. Nochmal Fisch habe ich auch nicht. Kartoffelfrucht, die haben wir. Die haben wir. Shrimps, die haben wir auch. Die Frage ist nur gerade, wo? Da. So, Steak. Kartoffelfrucht. Die habe ich gerade durch die Shrimps ersetzt. Bambus-Papaya. Fisch. Fisch haben wir nicht. Na, wer wünscht sich noch was? Wer wäre da noch? Keiner. Fisch habe ich nicht. Nochmal Fisch habe ich ebenfalls nicht. Dass die alle Fisch wollen. Hummerschere, die habe ich auch nicht dabei. Die habe ich. So ein Pilz. Sehr gut. Den haben wir. Nochmal so ein Pilz. Fleisch. Haben wir auch. Schlange. Schlange haben wir, glaube ich, auch. Ja. Pauli war das, der das wollte. Shrimps. Shrimps wieder. Passt. Sehr gut. Na, wo haben wir denn noch was? Keiner mehr, der was will. Gar keiner, der was will. Doch, da ein Pilz und so ein Kopf. Pilz. Kriegen wir den noch?
Achso, ne, schade, ist vorbei. Ist vorbei. Wo rennen denn alle hin? Hi. Ich will nur, dass meine Enkelsöhne stets gesund sind. Danke. Bitte. Ach, ist heute nochmal Schneeballschlacht. Oder was ist da los? Ich weiß es gerade gar nicht. Teilnehmer mit der höchsten Punktzahl. Doch hier, wir können. Schneeballschlachten, so ähnlich. Schatzi! Den kann man fast nicht verfehlen. Auf fast verfehlen. Ich habe es nämlich auch schon mal geschafft, den zu verfehlen. Ja, Schatz? Edgebage. So, sehr gut. Das hat Spaß gemacht, ja. Ich muss gerade mal wieder meine Sachen ins Ding packen. So. Jetzt haben wir, glaube ich, noch Gruppenfoto oder sowas, ne? Ein weiteres Jahr geht zu Ende, ja. Oh, Sam hat sich schick gemacht. Hat auch das schönere Outfit an. Gail. Hi. Können wir nochmal. Gruppenfoto. Genau. So können wir nochmal einen Punkt mehr kriegen. Es liegt halt gerade in einem Waisenhaus aufgewachsen, mit einem Essen hat er immer so wenig Geschmack. Deshalb mag ich Feuertopf auch nicht so sehr. Er ist mir zu fettig und scharf. Trotzdem gefällt mir das, die festliche Atmosphäre sehr gut. Ich bekomme dadurch ein warmes und glückliches Gefühl. So, magst du so einen Pilz? Nein, aber immerhin 3 Punkte. Immerhin. Hier könnte ich noch Honig schenken. Honig? Da. +9. Sehr gut. Und Ginger können wir auch mal Hallo sagen. Diese Feier macht mich immer glücklich. Es ist so freundlich und gemütlich hier. Ich bin aber neidisch, weil mir Schafes nicht gut und ich es deshalb nicht essen kann. Ja, das tut mir wirklich leid. Bye. So, ich wünsche, das Fest mal würde länger dauern. Ja. Das wünschen viele. Noch ein Gruppenfoto. Okay. Haben wir doch schon. Ja, ich glaube, das Fest wäre dann auch zu Ende. Ledergürtel müssten auch fertig sein.
Das ist doch auch schön, ne? Schneemann-Familie. So, jetzt findet, glaube ich, hier auch nicht mehr groß was statt. Stehen halt noch hier. Gruppenfoto haben wir gemacht. Und mehr gibt es ja, glaube ich, nicht zu tun. Deswegen würde ich mal die Gürtel holen gehen. Da ist noch jemand, der was will. Wo ist die Kleine denn da? Polly, du wolltest doch was. Nein, du wolltest nichts. Molly? Du auch nicht. Dolly, du warst das. Ich hatte in letzter Zeit keinen Appetit. Ein Obstsalat. Haben wir einen dabei? Ha, was ein Zufall. Das haben wir aber ordentlich Punkte dazu gekriegt. Dann gucken wir gerade mal, dass wir noch die Ledergürtel organisiert kriegen. Die kann ich dem Django dann in die Hand drücken. Dann freut er sich auch. Hi Musa, warst du gar nicht bei dem Fest? Wir haben Post. Von Gale. Für die Schneeballschlacht, okay. So, die soll einer. Habe ich nur einen in Auftrag gegeben? Nicht genügend Teil. Wir brauchen. Shit. Wir brauchen Pigmente. Dinge, die ich um diese Uhrzeit nicht mehr kriege. Naja, dann müssen wir sie morgen holen. Nein, ausroden wollen wir nicht. Der ist das hier. Der glitzert. So, und ich sage damit vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, oh, du hättest gerne was. Das kriegen wir auch noch hin. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.